Meine Lieben, hallo, ich habe heute ein extra kaltes Licht gemacht, denn mit unserer Lektüre geht es heute in die Kälte, in die polare Kälte in den hohen Norden. Michael Stavadic, Fremdes Licht. In diesem wunderbaren Buch geht es darum, wie eine Reise in die Zukunft zu einem Blick in die Vergangenheit wird. Worum geht's? Wir befinden uns mit unserer jungen Protagonistin Hélène, sie wird an anderer Stelle auch Helene genannt. Mit Hélène befinden wir uns in einer nicht näher definierten Zukunft, wo die Menschheit die Erde schon, naja, relativ zugrunde gerichtet hat, nennen wir es vorsichtig so. Und der Einschlag eines Meteoriten unseren wunderbaren Heimatplaneten überhaupt zerstört. Die Technik ist in dieser Zukunft aber so weit fortgeschritten, dass man es geschafft hat, einige Raumschiffe auszustatten mit Kältekammern. Und in diese Kältekammern sollen sich Menschen legen, die werden eingefroren und in einer unbestimmten Zukunft im interstellaren Raum auf einem passenden Planeten mal wieder aufgetaut und zu leben erweckt werden. Die Hauptverantwortliche für diese Laborarbeit ist also unsere Hélène, und wir finden uns mit ihr wieder, als sie aus einer tiefen Ohnmacht erwacht, umgeben von Frost, Eiseskälte, Minusgraden, offensichtlich auf einem fremden Planeten, wo das Raumschiff abgestürzt ist, und sie ist offensichtlich die einzige Überlebende. Wie sie es schafft, in dieser lebensfeindlichen, kalten Umgebung zu überleben, das wird uns klar, dadurch, dass sie immer wieder Rückblicke hält, denn sie ist zu einem großen Teil bei ihrem Großvater in Grönland aufgewachsen. Er ist Inuit oder hat Inuit Vorfahren, und die sind es ja Nona seit vielen Generationen, Jahrhunderten, Jahrtausenden, ich weiß es nicht zu sagen, gewohnt, mit Kälte, mit Minusgraden umzugehen und zu überleben. Hélène wird also auf diesem fremden Eisplaneten irgendwie überleben. Und sie wird dabei eine mehr als überraschende Entdeckung machen. Was das alles mit ihren Vorfahren zu tun hat, das entdecken wir im Zuge der Lektüre erst langsam, denn hier hält der Autor gemeinsam mit dem Leser nun Rückschau. Wir blicken zurück in eine andere Ära, nämlich in die Epoche rund um Fridtjof Nansen, dem Forscher, Polarforscher, der auch lange in Grönland gelebt hat und in erster Linie gelernt hat, und zwar von den Inuit. Ganz Wesentliches hat er gelernt von einer jungen Frau mit dem Namen Uki, die er auch Hélène nennt. Und diese Hélène wird uns sehr, sehr vieles berichten von der Tradition der Inuit, von ihrem Überleben. Wir erfahren Unglaubliches aus dieser Tradition, und ihr könnt es mir glauben, es wird nie langweilig. Besonders unterhaltsam auch dann die Erzählung, als diese junge Inuit mit Fridtjof Nansen zur Weltausstellung fährt, was sie dort erlebt. Und wie sich diese Erzählstränge verbinden, meine Lieben, das lässt selbst nach. In diesem wirklich monumentalen,
ja, ich muss schon sagen, monumentalen Werk, Fremdes Licht. Ich glaube, das Titelbild sagt uns alles, denn es lädt ein, diese Abenteuer zu lesen. Die Sprache ist von einer kristallenen Klarheit und ich muss sagen, ich konnte es nicht aufhören zu lesen bis zur letzten Seite. Meine Buchempfehlung für heute, bis bald, Lies Literatursalon.